Bei der Eröffnung der Balthus-Ausstellung im Bank Austria Kunstforum Wien zeigten sich gestern Kunstinteressierte aus allen Sparten. Die Musik ist die stärkste aller Künste, aber die Literatur ist die hinterhältigste. Was ist dann die Malerei? Die Malerei kann im ganz banalen, realen das Rätselhafte aufzeigen. Rätsel geben auch die Bilder des 2001 verstorbenen polnischen Malers Graf Balthasar Klosowski de Rola alias Balthus auf. Er hat nur 360 Gemälde oder so hinterlassen. Er hat sich einfach Zeit gelassen, ja, und das sieht man in dieser Malerei auch an. Man sieht immer wieder Katzen in seinen Bildern. Ja, Balthus war ein großer Katzenfan. Das beginnt schon in seinen ganz frühen Arbeiten und er nennt sich ja selber The King of Cats. Die Witwe des exzentrischen Künstlers reiste aus der Schweiz an, wo sie eine prominente Nachbarin hat. Meine Chalet in Schweiz ist 15 Minuten von seiner Wohnung. Es ist sehr in die Nähe und wir sehen uns sehr oft, wir treffen uns in die Schweiz. Haben Sie Balthus auch gekannt? Balthus ist ein Patenonkel von Ferdinand. Und mein Sohn Ferdinand hat auch das Name Balthus in alle seine Namen. You see, for Balthus. Für meinen Mann war Wien besonders mit Mozart, den er über alles liebte, verbunden. Wenn er diese Ausstellung in dieser Stadt hätte sehen können, wäre er begeistert gewesen.